So, liebe Freunde, hallöchen und herzlich willkommen zur dritten Etappe des Criterium du Dauphin. Heute geht's von Ambert nach Le Teil, ne? 194 Kilometer sind es heute, die wir zu fahren haben. Und schaut euch mal dieses Streckenprofil an. Welcher Name fällt euch da am ehesten ein, wenn ihr so ein Streckenprofil seht? Ja, genau der. Und den haben wir natürlich in weiser Voraussicht nicht mitgenommen, nämlich Gerald Ciolek. Um den geht es mir gerade, denn das wäre bestimmt einer, der heute zu den Favoriten zählen könnte. Die Favoriten, das sind heute unter anderem Edward Boasson-Hagen, habe ich gelesen. Luca Meskec habe ich auch gelesen. Also das sind tatsächlich die Favoriten für heute im Sprint. Und die haben im Sprint, glaube ich, 77, 78, irgendwie so Werte. Und da nehmen wir natürlich keinen Ciolek mit, weil warum auch, ne? So Gerald Ciolek mitnehmen, das ist ja so eine Sache, muss man ja nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich echt ein Vollidiot. Das müsstet ihr mir eigentlich in die Kommentare schreiben das nächste Mal. Schon ganz, ganz früh, dass ich da auch dran denke. So, wir versuchen es heute mit einer Doppelattacke, wie man vielleicht merkt. Jacques Janse van Rensburg und Dennis van Niekerk sind heute die beiden Ausreißer. Anthony Gensler, Jussi Vaikkanen und Daniele Benatti folgen ihnen, aber das Feld hat hier scheinbar ganz schön was dagegen, dass diese Gruppe wegkommt. Und mir geht es natürlich in allererster Linie um die Bergwertung, die Dennis van Niekerk ja momentan anführt. Und das wäre ein ganz erstrebenswertes Ziel, da auch die Führung weiterhin zu behalten. Wir versuchen es nochmal, Benatti geht diesmal mit. Gesslin probiert es trotzdem. Jetzt auch Tulik aus der Europcar-Mannschaft. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir da mit Benatti mithalten können. 19 Kilometer noch bis zu dieser Bergwertung. Aber Björn Leukemans, der hat irgendwie keinen Bock für die Omega Pharma Quickstep Mannschaft, dass sich hier wirklich einer absetzen kann. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Chilaui-Modus wieder. Mal schauen, es wird bestimmt gleich die nächste Attacke geben. Da links ist sie auch schon. Das ist Valgren, der Däne. In echt ja dieses Jahr Zweiter geworden beim Amstel Gold Race. Also ein sehr, sehr guter Rennfahrer. Und ich glaube fast, die versuchen uns hinterher zu fahren. Die da vorne, na gut, Valgren und Labois, das sind jetzt keine, die in der Bergwertung bereits Punkte haben. Von daher könnten wir uns jetzt eigentlich auch sagen, komm, scheiß drauf, dann ist es halt so, dann sollen die halt wegfahren. Wir versuchen es nochmal mit Linus Gerdemann, wobei der in der Gesamtwertung eigentlich ganz gut platziert ist. Von daher lassen wir es lieber mal. Bleibst mal schön bei Maintiers. Haben wir hier noch einen? Wir könnten Jennings wegfahren lassen oder Podgieder. Podgieter könnten wir ja mal wegfahren lassen, einfach aus Spaß. Bradley, Podgieter aus, was war das hier nochmal? Uranda, Uganda, Ruanda, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall jetzt die Attacke auch von Bradley, Podgieter, der wird hier nicht viel Chancen haben bei dieser Etappe. Aber irgendeinen muss man ja mit vorschicken. Ich weiß auch gar nicht, warum ich ehrlich gesagt so eine extrem schwache Mannschaft hier ins Rennen geschickt habe. Irgendwie gibt es dafür gar keinen richtigen Grund, ich habe es einfach gemacht. War nicht sehr sinnvoll, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Aber das Positive ist, hier vorne hat, wie gesagt, noch keiner auch nur einen Punkt in Sachen Bergwertung. Von daher denke ich mal, ist da noch alles drin für Dennis van Niekerk. Hier gibt es 4 Punkte, da gibt es, oh, da gibt es 10, also 24 Punkte sind heute zu holen. Van Niekerk führt mit 24, genau. Also wenn jemand alle Bergwertungen gewinnen würde heute, dann hätte Van Niekerk durchaus ein Problem. Aber mal schauen. Noch ist das ja nicht ausgestanden, denn das Feld macht jetzt ganz schön Tempo und will diese Gruppe scheinbar wieder stellen. Ja, unsere Taktik ist heute natürlich in allererster Linie Maintiers gut durchzubringen. Luis Maintiers, der durchaus die Chancen hat, in der Gesamtwertung nochmal einen Sprung zu machen. Vielleicht nicht unbedingt heute, aber im Laufe dieser Rundfahrt. So, jetzt sind tatsächlich alle wieder eingeholt. Die nächsten Attacken. Da müssten wir jetzt eigentlich mitgehen mit Van Niekerk. Komm, wir probieren es mal, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen können. Weil Van Niekerk ist jetzt halt schon von diesen ersten Attacken sehr, sehr angefressen. Oh, hat aber eine ordentliche Kraftausdauer. Muss man ganz ehrlich sagen, kann hier noch mitfahren. Und jetzt wäre es halt wichtig, wenn er mit denen über den Hügel kommt. Die ersten 4 kriegen Punkte, also die Gruppe, die passt uns perfekt. Oh, was mache ich da? Brauche nicht nochmal angreifen. Van Niekerk führt jetzt diese Gruppe an, wo er auch der beste Bergfahrer ist, nominell.
fahren die alle so weit vorne? Rutkiewicz macht das Tempo, der Pole. Und von Niekerk. Also, ja, er probiert es nochmal. Komm. Benatti fährt uns hinterher, der eigentlich ein Sprinter ist, aber es ist ihm scheinbar ziemlich egal. Er greift jetzt sogar hier nochmal an. Wir können nicht folgen, weil Van Niekerk hier das Pulver verschossen hat. Bono kommt aber nicht mehr ran. Van Niekerk wird Zweiter in dieser Bergwertung. Ist auch wichtig, dass er hier noch ein paar Punkte mitnimmt. Kann nicht schaden. Also 3 Punkte für Dennis Van Niekerk. Dahinter Jarier und Bono. Und jetzt gibt es noch weitere Attacken. Also heute ein sehr, sehr unruhiges Rennen, muss man einfach mal sagen. Muss man ja einfach mal so festhalten. Und Van Niekerk, ja komm, nimm mal ein bisschen raus. Warte mal auf die beiden, das wäre wohl sinnvoller. Und dann kommt auch schon das Feld. Jack Bodridge hat es kurz versucht, der Zeitfahrer. Ja, das macht hier gerade nicht wirklich viel Sinn. Die letzten zwei Bergwertungen wird Van Niekerk wohl nicht bekommen. Stattdessen ist Daniele Benatti vorne. Eigentlich erstaunlich, wenn man mal guckt. Ja gut, am Hügel ist er nicht so schlecht, aber alles in allem dürfte er am Berg ja eigentlich keine Chance haben gegen Van Niekerk. Ja, dennoch hat er es gerade geschafft, ihn zu schlagen. Jetzt kommt wieder Jerome mit einer Attacke aus der Cofidis-Mannschaft. Also heute ein unglaublich unruhiges Rennen. Ben Hermans greift an, der natürlich schon ein sehr guter Fahrer ist, am Hügel vor allen Dingen. Ja, der könnte heute einer sein, der für den Etappensieg in Frage kommt. Das Ende hat ja durchaus Hügelpassagen drin, so ist es ja nicht. Und Van Niekerk, ja, der wird es wahrscheinlich nicht schaffen, sich hier festzusetzen. Nee, dachte ich mir schon. Wird wohl gleich vom Feld eingeholt werden. So schaut's aus. Und damit, also, Job erstmal erledigt. Vorne sind jetzt 3 Fahrer. Ah, das ist noch nicht alles ausgestanden. 3 Fahrer, da kriegt der 4. noch 7 Punkte. Das ist ja auch nicht gerade wenig. Und es kommen ja noch 2 Bergwertungen, nicht nur eine. Also, wir sollten da mit Van Niekerk schon noch ein bisschen aufpassen. Aber natürlich, das Augenmerk liegt auch auf Luis Meintjes, unserem Kapitän. Momentan ist er ja 28. in der Gesamtwertung. 3 Minuten 7 hat der Rückstand auf Nibali. Ist jetzt noch nicht viel, aber ist schon recht viel dafür, dass wir gerade mal bei Etappe 3 sind. Ich denke aber mal, Nibali ist auch gar nicht der, an dem wir uns richten müssen. Ich schätze mal, der Abstand auf Nibali wird noch steigen. Aber es kann ja wie beim Giro sein, ne? Da wurde der Abstand zu Nibali auch immer größer und dennoch ist Duarte in der Gesamtwertung dann doch nochmal weit nach vorne gerutscht, auf Platz 4 nämlich. Gut, 4. denke ich mal, das wäre jetzt eine Sensation, wenn Meintjes hier 4. werden würde in dieser Rundfahrt, davon gehe ich auch nicht aus. Aber mal schauen, vielleicht können wir uns ja wieder Richtung Top 10 oder Top 15 wenigstens orientieren oder eine Etappe gewinnen, das wäre schon mal ganz geil. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, von der Mannschaft, die ich hier mitgenommen habe, wird schwierig, bin ich ganz ehrlich. Weil außer Meintjes und mit Abstrichen halt Gerdemann ist hier nicht viel dabei, was wirklich Rang und Namen hat. Also so eine Mannschaft könnt ihr euch schon mal für eure Pro-Cycling-Manager-Karriere merken, falls ihr irgendwie jetzt durch das Play Bock bekommen habt. Komm, ich hole mir das Spiel und zack da mal, ne? Das ist auch ganz wichtig, dass man sowas in Folge 200 irgendwas sagt, weil da bringt es total viel. Aber so eine Mannschaft nimmt man eigentlich nicht mit auf ein Erstligarennen, denn das ist schon ein bisschen wenig. Aber gut, bislang läuft ja alles ganz okay. Gerdemann ist auch noch weit in der Gesamtwertung vorne, aber der ist ja, wie ihr wisst, nicht unser Kapitän und der schützt ja auch Luis Meintjes und das wird auch weiterhin so sein. Also, wie viel hat denn der Vorsprung auf Meintjes? Ja, der hat auch keinen großen Vorsprung. Gerade einmal, ja, fast 30 Sekunden, aber das macht 7 Plätze aus. Also ihr seht, es ist noch alles ziemlich eng beisammen in der Gesamtwertung hier bei dieser Dauphine Libéré. Heißt die eigentlich in echt auch nicht mehr Dauphine Libéré? Oder ist das jetzt wieder nur so ein Pro-Cycling-Manager-Gag, dass die hier anders heißt? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnte das noch ein interessantes Rennen werden. Und ich hoffe, dass es vor allen Dingen auch für uns interessant wird. Sag mal gucken, ob Augustin es schafft. Ah ja, der ist schon wieder vorne mit dabei. Der schafft das mit den Flaschen. John Lee Augustin hatte ja mal einen fürchterlichen Sturz bei der
Tour de France 2007, glaube ich, war das. Vielleicht kann sich da der eine oder andere noch erinnern. Da ist Augustin für das Team Barloworld mit am Start gewesen, die ja auch einige Südafrikaner dabei hatten. Beispielsweise Robert Hunter, der ja den ersten Etappensieg für Südafrika in der Geschichte der Tour de France erringen konnte im Sprint. War ein schneller Mann. Leider jetzt nicht mehr aktiver Radfahrer, also zumindest kein Profi. Sonst wäre das mit Sicherheit auch ein Name gewesen, den ich mir gerne ins Team geholt hätte. Alleine deshalb, weil er eben schon eine Tour-Etappe gewonnen hat und damit ja mehr oder weniger ein südafrikanischer Volksheld ist. Muss man einfach so sagen. Denn wie gesagt, das hat bislang noch kein anderer Südafrikaner geschafft. Hätte gut ins Team gepasst, Robbie Hunter. Aber gut, kann man jetzt nichts machen. Ist jetzt halt... Ist abgefahren, der Zug, ne? Ist abgefahren. Ja, Zeitz, der ja beim Olympischen Straßenrennen vor noch nicht allzu langer Zeit, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, 2016 in Rio auf Rang 8 landete, wenn ich mich nicht täusche. Ist dort ein ordentliches Rennen gefahren für Kasachstan. Hier lässt sich noch nicht von solch großen Sachen träumen. Hier dann noch relativ verhaltene Werte, wobei 76 am Berg auch nicht übel ist. Bin mal gespannt, ob ihn Astana mitnimmt zur Tour de France. Und falls ja, was er dort zeigen kann, wird... habe ich gerade zur Tour de France? Also hier im Let's Play, ne? Ist ja klar. Und wenn ja, was er dort zeigen kann, aber ich gehe mal davon aus, dass er Helfer sein wird für Fabio Aru. Aru ist... Oh Gott, wie schlecht. So, darf ich jetzt mal bitte nach vorne fahren? Hallo! Panikerk. Fährst du jetzt mal bitte nach vorne? Nö, macht er nicht. Denkt sich so, nö. Okay, Punkte verschenkt. Toll. Na, super. Jetzt haben die Punkte Luzenko, Seitz und Agnoli bekommen. Oder Gerdemann, ich weiß es gar nicht. Wir schauen einfach mal. Ja, Luzenko, Seitz und Agnoli. Die aber auch noch alle keine Punkte haben in der Bergwertung. Aber da sieht man auch, dass Nibali scheinbar gar kein Interesse am Bergtrikot hat. Der hätte ja hier auch nochmal locker nach vorne springen können. Und sich ein paar Punkte to go mitnehmen können. Das wäre auch gegangen. Jakob Fuglsang, der Silbergewinner in Rio. Können wir ja kurz mal drauf eingehen, dass hier der Greg van Avermaet eben das Olympische Straßenrennen gewonnen hat. Und damit ist er der vierte Rennfahrer, den ich mitbekommen habe. Der Gold bei den Olympischen Spielern, bei den Olympischen Spielen gewinnt. Also der erste, den ich mitbekommen habe, nicht das Rennen selbst, aber dann eben im Nachgang, das war Paolo Bettini. 2004 hat er das Olympische Straßenrennen gewonnen. Dann kam ja 2008 Samuel Sanchez, ein Rennen, das ich sehr aufmerksam verfolgt habe. Dort ist ja auch, glaube ich, Christian Pfannberger unter die ersten 10 gefahren damals für Österreich. Von dem habe ich ja schon mal erzählt, ne? Oder es war auch, glaube ich, bei Olympia, dass der so extrem stark auch war. Und wie gesagt, Sanchez hat dort gewonnen und dann eben 2012 in London bei den Olympischen Spielen. Dort konnte ja, ja ein alter Veteran sozusagen, nämlich Alexander Vinokourov, das Rennen gewinnen. Und jetzt also die Attacke von Dennis van Niekerk, die gilt der Bergwertung. Und Nibali macht hier keine Anstalten hinterher zu fahren. Jetzt Niki Terpstra, also die Omega Pharma Quickstep Mannschaft, ne? Die hat ja scheinbar irgendwas dagegen, wenn Dennis van Niekerk angreift. Ich weiß nicht genau was. Chanel, was macht der jetzt? Greift er an, aber van Niekerk ist schon durch. Hat er gut gemacht. Und jetzt können wir auch auf den Rest des Feldes warten. Das war ja das Einzige, was wir wollten. 34 Punkte haben wir jetzt. Nibali hat 25 und Daniele Benatti hat 22. Wie sieht es da vorne eigentlich aus? Dort konnte sich jetzt Ben Hermans an diesem Hügel ein bisschen absetzen. Von Benatti und Vincent Jerome. Na, mal schauen, ob die es bis ins Ziel schaffen. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht so ganz dran, aber so eine Überraschung kann ja immer mal möglich sein. So, Augustin kann eigentlich nochmal Getränke holen. Vielleicht versuchen wir heute mit Janni Tewelde mal im Sprint reinzuhalten. Hat immerhin 69 am Sprint, 67 in der Beschleunigung und ist halt der beste Sprinter, den wir dabei haben. Ich habe keine Ahnung, warum wir Tulek im Team haben, Sparagli, Andriato, Reimer, Stauf, Rigulgul. Wir haben 6 Sprinter im Team, die besser wären als Tewelde. Und ich habe einfach keinen davon mitgenommen. Keine Ahnung, wieso. Aber es ist einfach so.
Eigentlich wollte ich mir Gugar mal angucken, aber es ist mir nicht vergönnt. So. Ja, Luis Matthias heute ohne größere Probleme blieb in der ersten Gruppe dabei. Und mehr braucht man da auch nicht dazu sagen. Das war heute ein ganz entspannter Arbeitstag für Matthias. Die paar Hügel, die waren zu weit weg vom Ziel, als dass sie dafür Ärger gesorgt hätten. Und jetzt beginnt das Feld mit der Aufholjagd. Natürlich Omega Pharma Quickstep. Ja, die werden für Edward Boasson-Hagen das Terrain vorbereiten. Der ist heute einer der Top-Favoriten in diesem Schlusssprint. Weil eben auch die ganz, ganz großen Sprinternamen fehlen. Wir haben keinen Kittel dabei, keinen Sagan, keinen Degenkolb, keinen Buani. Also viele, viele Sprinter sind hier nicht mit dabei. Dafür können wir uns wahrscheinlich bei der Tour de Suisse auf ein geballtes Sprinter-Szenario freuen, wo dann auch Gerard Čulek wahrscheinlich mit am Start ist. So ist der Plan. So, das Tempo ist jetzt sehr, sehr hoch, man merkt das. Dass sie doch einige Probleme haben. Ja, es ist ja auch nicht mehr lang bis ins Ziel, ne? Merke ich mal gerade. So, Tewelde kann sich mal nicht am Boasson-Hagen hängen, weil ist so. Vielleicht am Böckmanns. Nö, geht auch nicht. Wo ist Matthias? Ja gut, der muss hier schon dabei bleiben. Also wir versuchen es jetzt einfach mal mit Tewelde hier irgendwas Geiles hinzubekommen. Ich glaube kaum, dass es möglich ist. Ehrlich gesagt, Luca Meskec. Hier haben wir Greg van Avermaet. Genau der, der eben bei den Olympischen Spielen in Rio Gold gewonnen hat. Mischt also hier auch mit dem Sprint und ist bestimmt einer der Mitfavoriten. So, 5 Kilometer noch. Ausreißer sind bereits eingeholt. Ich habe das Finale jetzt echt ein bisschen zu hurtig angegangen. Aber man hat nicht viel davon mitbekommen. Und Tewelde, der macht das hier schon mal nicht großartig. Und kommt hier einfach gar nicht an die Hinterräder, die er mal haben sollte. Komm, wir versuchen mit Gerdemann hier noch was zu reißen. Also, Gerdemann ist vielleicht im Sprint sogar ein bisschen gefestigter. Auch wenn er mit Sprinten wirklich gar nichts am Hut hat. Aber er ist einfach tempohärter als Jani Tewelde. So, ja komm, Gerdemann kann jetzt aber in den Sprint eingehen. Vorne gibt es den Sprint um den Etappensieg. Und es ist Greg van Avermaet gegen Boasson-Hagen. Und tatsächlich setzt sich der große Favorit hier durch, der Norweger. Edvard Boasson-Hagen gewinnt vor van Avermaet und Meskec. Oh ja, dann Iver, Quintana, auch nicht schlecht. Das muss man mal sagen. Und Gerdemann schafft es leider nicht unter die ersten 10. Aber wie gesagt, keine große Enttäuschung für uns. Wir hatten keinen Sprinter dabei und dementsprechend können wir hier auch nicht drauf hoffen, irgendeinen Sprinterfolg einzufahren. Von daher sehen wir uns gerne nochmal den Sprint an von der Seitenperspektive hier. Zieht Boasson-Hagen an dem Belgier van Avermaet vorbei und sichert sich damit den Sieg auf der 3. Etappe der Dauphine Libéré. 2. wie gesagt van Avermaet, dann Meskec, dann Nairo Quintana, not bad, vor Iver und Spilak, 7. Pozzato, 8. Nibali, 9. Böckmanns und 10. Puls. In der Gesamtwertung. Führt damit weiter in Nibali vor Quintana und Chavez. Dann Froome, Dennis, Bittencourt, Spilak, Van Garderen, Vogelsang und Wouter Poels. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich die letzte Folge vor Ewigkeiten aufgenommen habe. Also kann ich mich nicht mehr so ganz daran erinnern, wie das Gesamtklassement Folge 2 war. Aber ich glaube, es hat sich hier gar nichts verändert. In der Sprintwertung führt Nibali vor Spilak und Quintana, gefolgt von Dennis, Froome, Boasson-Hagen, Van Garderen, Van Avermaet, Vogelsang und Betancourt. Also das grüne Trikot für Nibali. Dann haben wir die Bergwertung und dort dürfte, jawohl, so ist es, Dennis van Niekerk seine Führung ausbauen vor Vincenzo Nibali und Daniele Benatti. Jacques Janssen van Rensburg haben wir immerhin auf Rang 8, der hat auch ein paar Punkte gesammelt. Und Van Niekerk macht das bislang ganz gut, aber es wird noch ein weiter Weg, auch wenn dieses Rennen nur eine Woche geht, keine drei. Dennoch wird es noch sehr schwierig werden, das zu verteidigen. In der Nachwuchswertung führt weiterhin Quintana vor Chavez und Dennis. Dann mit etwas mehr Abstand Georg Preidler, Jesus Herrada, Kenny Elizonde und Luis Matthias auf Rang 7 der wirklich hart umkämpften Nachwuchswertung. Und in der Teamwertung führt Movistar vor Katyusha und Belkin, MTN Kubeka immerhin auf Rang 8. Ja, das war's von dieser wenig spannenden Etappe der Dauphine Libéré. War heute ein bisschen sinnlos, dadurch, dass wir eben keinen Sprinter dabei haben. Gerdemann ist immerhin auf Rang 14 gesprintet. Das ist ja auch gar nicht mal so schlecht.
Und Luis Matthias wurde 18. Und ja, Tevelde ist 25. geworden. Also der hat da wirklich zu kämpfen gehabt. Ja, ansonsten können wir ja mal gucken, wie die nächsten Etappen werden. Oha, das wird wieder eine anstrengende Etappe. Die hier auch, die hier nicht so, die hier extrem und die hier auch. Also die Dauphine-Libéré hat es dieses Jahr echt in sich, muss man mal ganz ehrlich sagen. Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach mal zur nächsten Etappe dieses schönen Rennens. Und ja. Bis dorthin.